Servus Leute und herzlich willkommen zum nächsten Hörmann-Video. In diesem Video geht es darum, wie man einen Handsender an den Hörmann-Antrieb anlernt. Bei Hörmann funktioniert das so, dass im Prinzip jeder Handsender einen eigenen Code randommäßig generiert und der aber im Antrieb gespeichert wird. Wenn ihr nun einen neuen Handsender anlernen wollt, funktioniert das wie folgt. Ihr drückt einfach länger auf die Programmiertaste und wählt den Programmiercode 11 aus. Das ist für den Handsender Code zum Öffnen und Schließen. Drückt dann nochmal auf die Programmiertaste, dann blinkt das so schön. Holt euren Handsender und drückt die Taste, die ihr dafür einstellen wollt. Das ist dann die Öffnen und Schließen Taste. Einfach lang drauf bleiben. Ihr seht dann, dass das Ganze blau-rot blinkt. Dann blinkt die 11 sehr schnell. Dann hört sie irgendwann auf und ihr drückt nochmal Proc und das war's. Damit könnt ihr im Prinzip jetzt das Ding auf- und zumachen. Der Funksendercode des Handsenders ist beim Hörmann-Antrieb gespeichert. Die Position für den, ihr geht noch aus dem Programmiermodus raus, einfach auf 0 wieder, dann auf Proc und dann einfach drücken und wie ihr hört, öffnet sich das Tor. Während ihr zuguckt, wie mein Tor sich öffnet, möchte ich nochmal erwähnen, wenn der Handsender geklaut wurde oder vielleicht kopiert wurde etc., dann achtet darauf, dass ihr auch den Handsender, den Code wieder löscht beim Hörmann-Antrieb, da ja, wie gesagt, die Handsender ihren eigenen Code generieren und beim Hörmann-Antrieb direkt vor Ort gespeichert werden. Deswegen unbedingt den Code auch wieder löschen und den Handsender resetten. Dazu gibt es auch Videos von mir, seht ihr in der Endcard bzw. unten in der Videobeschreibung. So, weil wir gerade dabei sind, zeige ich euch auch noch gerade, wie man das Licht programmieren kann. Der Hörmann-Antrieb hat so eine eigene Licht-LED, die kann man auch noch auf eine Taste legen, funktioniert genau gleich. Wir drücken lang auf den Programmiercode und gehen dann auf die 12, weil die 12 ist für das Licht, drücken wieder Proc, drücken jetzt, während das blinkt, die Taste für das Licht. Ich nehme jetzt hier die rechte, drücken lang drauf, bis das Ganze blau-rot erscheint. Und wiederum die 12 relativ schnell blinkt. Dann können wir da loslassen. Sobald die aufhört, schnell zu blinken, drücken wir wieder die Proc-Taste. Und damit ist das Ganze gespeichert. Wir gehen aus dem Menü heraus, eben auf die 0, drücken wieder Proc. Und treffen auch vielleicht. So. Und können jetzt das Licht mit der rechten Taste an- und wieder ausschalten. So sieht's aus. So, das soll es gewesen sein. Denkt an die anderen Hörmann-Videos, die sind ganz wichtig, besonders aus Sicherheitsaspekten. Und ja, ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag, eine ganz, ganz tolle Woche und bis zum nächsten Mal. Servus, Leute!